Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Die Frage heute ist, welche Hypothek macht momentan eigentlich am meisten Sinn? Ich kenne mich aus mit Hypotheken, wie ihr wisst von meinen vorherigen Videos, aber heute habe ich einen Spezialisten dabei, den Patrick Neff, und er kann euch wirklich alles beantworten. Patrick, kannst du dich selber schnell vorstellen? Sehr gerne, Fabio. Wunderschönen guten Tag. Mein Name, wie er gesagt hat, Neff, Patrick Neff. Vielleicht kurz zu mir. Wie jetzt, ich gehöre zu diesen 50. Seit Jahren kann ich sagen, bin ich im Finanzbereich tätig. Ich habe angefangen nach einer Wirtschaftsausbildung, so klassisch in den Grossbanken, über Jahrzehnte kann ich was sagen. Ich weiß also, wie das Geschäft früher abgelaufen ist, gerade was Finanzierung, was Hypotheken anbelangt. Ich durfte auch meine Erfahrungen sammeln bei grossen Versicherungsgesellschaften, wie auch heute, wissen viele nicht, aber darf man nicht vergessen, auch ein Marktanteil haben, was die Hypotheken anbelangt, zum Teil auch zu sehr guten Konditionen, aber immer noch ein bisschen restriktiv. Also man muss ein bisschen wissen, welche Objekte man wo einen platzieren darf oder kann. Im Wandel der Zeit würde ich sagen, oder du vielleicht noch zurückblenden, ich weiss noch, wo ich die erste Finanzierung gemacht habe, vor 30 Jahren, das war so der Klassiker. Ja. Bin in meine Hausbank gegangen, fast Bitti-Betti machen, komme ich Hypothek, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Business auch noch zu wenig können. Ich habe natürlich ganz viele Unterlagen gebracht und, habe dann einen Vorschlag bekommen, habe mit meiner damaligen Lebenspartnerin auf und ab diskutiert. Und es war auch ein anderes Zinsumfeld gewesen, muss ich sagen. Ich habe dort eingestiegen mit 4,5-5%. Da denke ich, das ist noch günstig, wenn ich rechne. 5% Hypothek, oder? Das ist irgendwo zahlbar. Ist 5%? 5% dazu mal. Also finde ich mega nicht mehr vorstellbar. Das ist jetzt für die Jungen gar nicht mehr vorstellbar, was man dazu mal bezahlt hat. Darf aber vielleicht auch eine Klammer aufmachen. Ich mich erinnere mich, für eine 10-jährige Bundesobligation habe ich noch 3,5-4% bekommen. Das war so ein Sparteil gewesen. Die Älteren, in Anführungszeichen, Kolleginnen und Kollegen, wissen vielleicht, was man auf dem Sparbüchlein hat. Ganz klassisch, auf dem Sparbüchlein habe ich auch 3,5% gehabt. Okay. Bei der Steuererklärung auch. Das sind alles Einnahmen. Von dem können wir heute träumen, oder? Zum Verbuchen. Von dem können wir heute träumen, oder? Wir hoffen, wir bringen noch den Börsen irgendwie 3,5% an. Das ist definitiv so. Wenn wir vielleicht heute anschauen, oder? S&B, der Leitzinssatz, wie hoch ist der etwa, Fabian? Wie viel Prozent? Ja, bald minus, oder? Nicht bald minus, wir sind deutlich in einem Minus. Der Stand heute, gestern, glaube ich, irgendwie noch 7,3%. Das sind die Leitzinsen, das muss man sich ein bisschen vor Augen halten. Wenn ich vor 10 Jahren gesagt habe, du kannst eine Hypothek für 5% Mieten ausgelacht, das ist ja wahnsinnig. Nein, ich schließe doch ab, 2,5%, liebst du einen 15-Jährigen. Dann bin ich safe. Ja. Gut. Wenn ich das heute anschaue, ist das... Eben, wenn du mir so erzählst, hey, früher haben wir 5% gehabt, heute könntest du 15,2%, nein, die sind ja auch tiefer, oder? Die sind ja auch irgendwie 1,5% umeinander. Stand heute natürlich. Stand heute, muss ich sagen, ist ja eigentlich immer noch ein guter Deal, oder? Ist ein guter Deal. Ist ein also vielleicht gerade, wenn wir das Thema anschneiden, oder? Ja, oder vielleicht noch einmal rückblenden, wir haben ja angesprochen. Dieser Zeit früher, in Anführungszeichen, oder? Da bin ich zu der Hausbank gegangen, habe ein gutes Angebot bekommen oder habe es angeschaut, bin dann vielleicht noch zu einer zweiten Bank gegangen oder habe noch einen Kollegen, eine Gegenofferte. Gut, hast du fast doppelt so viel gemacht, wie die meisten heute machen. Du bist zwei Banken gegangen. Zwei Banken, zwei, drei Banken haben wir vielleicht dann noch abgeklappert. Okay. Punkt 1, es war sehr aufwendig. Ja. Punkt 2, Transparenz hatte ich nicht gehabt. Ja, ich kann irgendwie zu 50, 60 Banken gehen, das ist zeitlich gar nicht möglich gewesen. Hat auch keinen Sinn gemacht, also ich wäre jetzt nicht irgendwie, weil es keine Werbung machen für Banken, aber noch ins Bündnerland gegangen und schauen, ob sie dort noch bessere Konditionen haben. Oder wie vielleicht viele können, Raiffeisenbank, das ist genossenschaftlich orientiert, die haben auch nicht überall die gleichen Konditionen, aber ich habe nicht zu 60 Raiffeisen gehen, die habe ich alle anderen Banken noch nicht angeschaut, zu schauen, wer im Moment vielleicht noch einen Bedarf hat an Hypotheken und von dem her ein bisschen günstiger ist oder ein bisschen eine Aktion gerade draussen hat. War nicht möglich, aber heute, jetzt komme ich genau auf den Punkt, im Zeitalter von der Digitalisierung ist das, wirklich, der Markt ist transparenter. Ja. Es ist machbar und das ist so, wie wir heute arbeiten. Ja. Also ich habe pro Kundenanfrage habe ich Zugriff auf über 60 Banken. Sind das Grossbanken, kleinere Banken, Regionalbanken, wo ich mit einer Anfrage sehe, wie die Konditionen sind. Ja. Also das heisst, ich gehe auf deine Webseite hypothekenberatung.ch und sage, hey, ich brauche das und das und du kümmerst dich. Ich brauche natürlich auch die üblichen Unterlagen, Informationen. Einerseits zum Objekt. Ist das ein Neubau? Unter Umständen brauchen wir sogar einen Baukredit. Ist das eine Übernahme? Also ist das ein bestehendes Objekt, wo ja alle Daten vorhanden sind? Ja. Oder ist das auch eine Ablösung von einer Hypothek? So ein ganz spannendes Thema. Okay. Stand heute, wir sind in einem absoluten Tiefzinsumfeld.
Jetzt meine Hypothek oder deine Hypothek, die läuft erst in einem Jahr ab, glaube ich, haben wir gerade angeschaut, letzte Woche. Wir haben die Möglichkeit, über sogenanntes Forwarding heute bereits die Zinsen zu fixieren, die erst in einem Jahr ablaufen. Also das heisst, wenn ich weiss, hey, in einem Jahr läuft meine Hypo ab, heute haben wir tief Zins, kann ich eigentlich zu dir kommen und sagen, hey, können wir eigentlich die Zinsen von heute nicht schon fixen? Die können wir nicht fixen. Und kostet ein Jahr bis eineinhalb Jahr. Es gibt heute immer noch das jährliche Institut, es gibt Banken, der sogenannte Forward-Zusatz, einen Zinszusatz, es gibt andere, die nicht drin haben, das schauen wir in der Welle an. Am Schluss für mich, was ist wichtig für die Hypothek? Oder was ist für dich wichtig, wenn du sagst, wo der 10- oder 15-jährige feste Hypothek abschließen könnte? Ja gut, dadurch, dass ich mich selber schon gut auskenne, jetzt nicht so detailliert wie du, muss ich sagen, für mich ist wichtig, dass sie günstig ist. Genau, das ist der Springpunkt. Alles andere kann ich mich selber kümmern. Am liebsten habe ich, wenn ich von der Bank nicht gerade jeden Monat noch eine Rechnung im Briefkasten habe, sondern wenn alles einfach läuft, automatisiert ist. Ich habe nichts damit zu tun, ich will mich heute darum kümmern. Und während der ganzen Laufzeit interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Ist heute so. Oder ich würde sagen, Prozesse, die sind heute sehr identisch. Also Banken arbeiten alle mehr oder weniger ähnlich. Ja. Du zahlst deine Zinsen, natürlich, die musst du zahlen, unbedingt, wenn wir das Objekt nicht verlieren. Ja. Aber für mich wichtig, wenn ich anschaue, heute Banken, ja, welche Bank sollen wir vorzeigen? Ist mir eine sympathisch, weniger sympathisch? Das kann ein Argument sein, aber unter dem Strich sind die Konditionen das Einzige, was zählt. Ja, gut, meine Leser kennen mich. Sympathische Banken gibt es nicht unbedingt in meinen Augen. Es gibt sind coole Banken, die unkompliziert sind und es gibt einfach, sage jetzt mal, größere Banken, die einfach immer noch das Gefühl haben, hey, da kommt man es machen, was wir sagen. Und das stimmt heute einfach nicht. Heute sind wir besser informiert. Genau. Heute haben wir unabhängige Leute. Der Markt hat sich mega entwickelt. Zum Glück. Ich sage immer, das Schönste wäre doch innerhalb der Hypothek von 750'000 bei der Bank XY und die würde in den Konkurs gehen. Ich hoffe, dass nie eine Bank Konkurs gehen. Wir haben es leider auch schon gesehen. Das kann bis zu volkswirtschaftliche Problematiken mit sich führen. Aber das Schönste wäre, die Bank wäre Konkurs und würde vergessen, dass ich noch eine Hypothek oder einen Schock habe. Ja. Wird wahrscheinlich nie treffen oder kann nie eintreffen. Aber dem her, was ich will sagen, ist, die Prozesse sind ähnlich, der Support ist ähnlich. Die Bank, das Einzige, was sie machen in Anführungs- und Schlusszeichen, ist ja Prüfung vom Objekt, Prüfung der persönlichen Situation. Die und dann das Go oder No-Go geben, sobald ich das Go habe, machen sie ja nicht mehr anders als pro Semester, auch 6 Mal oder ein Jahr die Rechnung schicken oder monatlich. Kannst du uns da ein bisschen genauer erklären, die Prüfung vom Objekt? Wie funktioniert das? Wie läuft das? Was schaut man da an? Ist ein Haus, das 20 Jahre alt ist, bekommst du da weniger Hypothek dafür über, als wenn du einen Neubau hast? Oder wie läuft das Ganze? Ist nicht so eine einfache Frage. Du vielleicht erzählst, wie das noch vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren ist ein Banker vorbeigekommen, die haben Spezialisten gehabt, die sich ein bisschen auskennt haben im Baubereich. Die sind gar ein Haus anschauen, die sind schauen, wie alt ist die Küche, wie schön ist die Küche, wie sieht es aus mit der Wasserleitung, von der Isolation und so weiter und so fort. Aber das ist dann eine Einschätzung gemacht. Das ist ein bisschen ein Handstrick. Persönlich. So ein das ist noch einer vom Dorf und das ist sowieso ein Kollege, also dann geben wir in der Hypothek vielleicht als einen anderen, wo man weniger kennt. Aber das ist definitiv Gesicht. Aber eigentlich war noch sympathisch. Ist noch sympathisch. Aber heute nicht mehr so. Heute hat man natürlich klar ihre Werte. Ich sage immer noch, was ist eines der wichtigsten Punkte eines Objekts, oder die drei wichtigsten Punkte, Lage. Wird mal sehr gut bewertet. Das ist ganz klar ein Unterschied, ob ich ein Objekt in Zürich oder Aglo Zürich habe, oder das irgendwo sehr abgelegen, wo dann auch schwierig wieder zu verkaufen ist. Ja. Ich muss euch vorstellen, was hat die Bank für ein Risiko? Am liebsten keins. Ja, logisch. Die Bank tut ja bis, im Normalfall bis zu 80% finanzieren. Das heisst, 20% ist das, was man etwa als Eigenkapital muss einbringen muss. Das kann echtes Eigenkapital sein, kann aber auch Eigenkapital im Rahmen von der Pensionskasse sein. Bedienung oder rausnehmen. Das sind kennen Themen, wir. Die wir im Detail anschauen können. Aber das ist genau, das Problem. Kennen wir von meinem Video. Das könnt ihr hier schnell anschauen. Wie läuft die ganze Finanzierung? Aber eben so die Schätzung, oder? Klar haben wir jetzt. Genau. Wo ist es? Und wieso macht das eine Bank? Überhaupt, also die FINMA tut natürlich ganz viele Vorschriften oder auch von der Bankenkommission, wie das aussieht, was man muss beachten. Ja. Und aber für einen Geldgeber ist natürlich das einzige Risiko, ist, wenn ein Kunde nicht mehr zahlen kann. Aus was für Gründen auch immer. Heute haben wir leider zum Teil viele Trennungen, Scheidungen. Das können aber auch Todesfälle sein, als ein Objekt nicht mehr gezahlt werden kann und dann in Verkauf muss kommen.
Bank ist natürlich interessiert, dass sie mindestens die 80% von dem Objekt überkommen. Genau, und der Rest ist dann eigentlich kein Problem. Das ist dann im Kunde sein Problem. Ja, also Beispiel, ich kaufe ein Objekt von 1 Million, ich tue 200'000 Draht zahlen, muss dann irgendwann in Verkauf gehen, möglicherweise sogar in eine Versteigerung, und ich komme dann 800'000 über. Eigenkapital ist weg. Und das ist das, wo wir sehr detailliert anschauen, wo wir auch absichern, wo ich immer anschaue, meine Kunden, immer absichern, also das Risiko, das Restrisiko, nie eintreffen kann und wird ein ganz wichtiger Punkt. Es kann ganz viel Geld sein, das da verloren geht, und man darum ständig braucht, dann eine Pension oder wo man braucht, um wieder mal ein Objekt zu kaufen. Ja. Also einer der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht, wenn man eine Gesamtberatung oder eine Vorsorge, eine Risikoanalyse macht mit unseren Kunden. Ja. Gut, da lege ich euch auch ans Herz, Vorsorgeanalyse, das ist so meine Baustelle in der Regel, dass ich das mache. Aber jetzt nochmal zu der Schätzung, eben früher so Handgelenk mal Pi, je nach Sympathie allen auch. Und heute gibt es das Programm. Das heute hat man verschiedene Methoden, wenn nicht aufs Detail eingehen, man schaut im Prinzip eben, wie, in welcher Region sind Objekte zu welchen Preisen verkauft worden, ähnliche Objekte. Ja. Und da geht man davor, mit der Vorstellung, man sieht, das ist ein rein Einfamilienhaus mit der natürlichen Größe, die Kubik. Wenn ist, zu welchem Preis in der letzten Zeit sind Objekte verkauft worden. Das ist mal einer der Anhaltspunkte. Gut. Und dann gibt es natürlich noch viel detailliert, wo man die anschaut, das ist mit Sonderrecht, die drin sind und. Das ist aber etwas, wo sich, sagen wir mal, wenn der Käufer oder Verkäufer im Detail darum kümmert, das ist das, was wir anschauen, in Zusammenarbeit auch mit der Bank, einfach zum sicherstellen, dass der Kunde auch nicht das Risiko eingeht, wenn er ein Objekt unter Umständen kauft, und noch Belastungen drauf hat oder Altlasten drauf hat, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den wir nicht sehen. Wir sehen das in einem Objekt nicht an. Ja. Dort kommen wir dann wieder zum Zug oder schauen das im Detail, wie gesagt, mit Partnern, mit Banken und auch Versicherungen. Aber jetzt zahle ich mein Traumobjekt, es ist geschätzt worden. Was empfiehlst du heute, eben die Tiefzinsphase, was für eine Hypothek oder was gibt es für Hypothekenarten? Gibt es da Unterschiede oder machen alle immer das Gleiche oder wie gehst du da vor? Das machen nicht alle immer das Gleiche. Wenn man anschaut, was man so könnte, sagen auf dem Markt, sind so ganz üblich die Festhypotheken. Mhm. Kommst du mir, Fabian, ja, soll ich heute eine Festhypothek machen? Wenn ja, eine 5-jährige, 10-jährige, 15-jährige oder sogar eine 20- oder 25-jährige Festhypothek. Festhypothek heisst nichts anderes, ich tue heute einen Preis vereinbaren. Da kann sein, 10-jährige Festhypothek zu 0,7%. Ja. Und dann weiss ich, die nächsten 10 Jahre zahle ich 0,7%. Ist also einfach zu budgetieren, ich weiss, was mit das Objekt kostet. Ich rede jetzt nicht von Nebenkosten, ich rede noch nicht von Amortisation, das ist etwas, was man im Detail wieder anschaut. Das sind einfach mal die Fixkosten für den Kredit, wenn man so sagen darf. Okay. Dann, was man gehört, ist LIBOR. Ja. Viele Kunden, insbesondere auch institutionelle, die grösseren Kunden, fahren immer noch mit LIBOR. LIBOR ist eigentlich nicht anders als ein Referenzzinssatz, wo relativ günstig ist, immer günstig war, aber ist die Frage heute, lohnt es sich noch eine LIBOR-Hypothek abzuschließen? Ja. LIBOR-Hypothek, oder du vielleicht das Beispiel nennen, wir sind heute irgendwo bei einer 10-jährigen Hypothek, sind wir so ab 0,72%, 5-jährige ab 0,53% und LIBOR haben wir irgendwo bei 0,55%. Also der Unterschied vom Pricing her, von den Kosten her, ob das LIBOR ist oder eine 5-jährige Festhypothek, stimmt, sind wir auf dem gleichen Niveau. Also das war früher anders gewesen. Das ist früher anders gewesen. Meine, bis vor 3-4 Jahren ist man mit LIBOR deutlich günstiger gefahren. Ja. LIBOR ist aber etwas, was sich täglich ändern kann, der Zins. Das heisst, ich kann nicht fix budgetieren. Ja. Und ich tue auch Kunden, die LIBOR-Hypothek nehmen oder haben, empfehlen, den Markt die Zinsen beobachten. Ja. Es kann dann sein, dass der Zins der Vorlauf, das heisst, die Zinsen wird stark ansteigen. Bis ich zum LIBOR-Vertrag rauskomme, der hat meistens auch noch mit einer Kündigungsfrist verbunden, kann ich unter Umständen dann für die nächsten Jahre nicht mehr interessante oder günstige Konditionen im Festhypothekarbereich. Mhm. Das ist so einer der Punkte. Ja. Was man von dem Modell vielleicht noch sagen kann, was ist der Unterschied? Ein Thema, das wir noch nie angesprochen haben, ist jetzt Hypothek bei einer Bank oder Versicherung. Versicherungen sind heute ist auch ein grosser Anbieter, die haben wir vor 10 Jahren noch weniger auf dem Markt gehabt. Ja. Die haben noch weniger das Bedürfnis gehabt, Hypotheken rausgegeben oder anders gesagt. Heute sind sie auch in einer Situation, grosse Versicherungsgesellschaften, wenn sie Geld haben, zahlen sie Minuszinsen drauf. Genau. Also unter Umständen, für die Interessanten sagen, sie geben etwas Kredit, sprich Hypotheken raus, statt Minuszinsen zahlen, verdienen wir auch noch ein bisschen. Meine Erfahrung ist so, dass Versicherungen aber viel selektiver sind, welche Kunden dass sie
dass sie aufnehmen? Also wem geben sie eine Hypothek? Siehst du da gleich? Hast du die gleiche Erfahrung gemacht? Absolut richtig. Ja. Versicherung ist halt historisch gewachsen, die haben nicht 30 Jahre Erfahrung. Ja. Die haben auch meistens nicht sogenannte Recovery Teams. Das heisst, wenn okay. man nicht mehr zahlen kann, dann geht das nicht in eine Spezialabteilung rein. Von dem her ist eine Tendenz, kann man generell sagen, eine Versicherung, die nehmen gerne Finanzierungen an, aber ja. nur wenn es 100% sicher ist. Ja. Objekte in bester Lage und. Also mit Ferienobjekten, Objekten im Ausland, sind einfach Versicherungen noch weniger flexibel. Ja. Was wir auch viel gesehen haben, ist, dass sie nicht nur 10- oder 15-jährige Hypotheken machen, sondern sogar 25-jährige Hypotheken. Für wen lohnt sich das? Jemand sagt, du, ich will die nächsten 25 Jahre Ruhe haben. Ich zahle ein bisschen mehr zwar, muss man aber gleich, aber ich weiss, die nächsten 25 Jahre habe ich Ruhe. Beispiel, ja. ich mache für 1,8% eine 25-jährige Hypothek, dann weiss ich, ich habe die nächsten 25 Jahre Ruhe. Ja. Ist aber auch wichtig, ich sage, für wen lohnt es? Also wenn ich sage, ich habe ein Objekt, das ich unter Umständen in 3 oder 5 Jahren wieder verkaufen will ja. oder muss, dann muss ich natürlich nicht eine 25-jährige Hypothek drauf abschließen. Okay. Aber würdest du sagen, das ist eher etwas jetzt für ältere Leute, die Richtung Pension gehen? Oder sagen wir, nein, das ist jetzt eher etwas, wenn du statt nur eine Wohnung oder ein Haus ein Mehrfamilienhaus hast und du willst ein bisschen besser können kalkulieren, Mieteinnahmen gegenüber deinen Ausgaben mit Renditen ausgesehen werden? Nein, von Renditenlegenschaften würde ich jetzt nicht mit 25-jährigen Hypotheken machen. Außer es ist vielleicht ein kleines Mehrfamilienhaus und ich weiss, das behalte ich sowieso oder das bleibt in der Familie. Ja. Und ich will kalkulieren, was meine Fixkosten sind, ist das eine ja. Möglichkeit. Auf deine Frage ältere Leute sage ich ganz klar nein. Also wenn einer mit 60 oder 65 eine 25-jährige Hypothek macht, ja. dann ist er wieder zu lang gebunden. Das ist leider so der Verlauf vom Leben, wenn ich 65 bin und ich nachher dann rechne. Also ich mit 90 immer noch in diesem Objekt bin, man jedem gönnen, wäre schön. Aber wenn etwas dazwischen kommt, sei das ein Altersheim, Pflegeheim, ja. dann ist immer die Überlegung, was macht man mit einem Objekt? Und ja. ganz andere Themen, was die das unter Umständen vorvereben, was die das weitergeben, was die ein Nutzungsrecht innen oder wie Farmen. Dann müsste einfach der Erbe oder Kind das übernehmen. Die müssten das übernehmen, aber die Frage ist, dann kommen das Kind auch über. Die müssen ja auch von der Tragbarkeit etc. wird das dann wieder prüft. Ja. Also die müssen auch zuerst die Möglichkeit haben, das zu finanzieren können. Ja. Punkt 1, und unter Umständen, je nach Zinssituation, wäre es günstiger für den Käufer, wenn er eine neue Hypothek abschließt. Ja. Ich tue es ein bisschen spinnen. Es kann ja sein, in 5 Jahren ist eine Hypothek ja, minus 0,5%. Das heisst, ich komme Geld über. Gibt es übrigens in gewissen Regionen schon im Norden, wo sie für einzelne Kredite sogar Zinsen zahlen. Also aber, statt dass ich zahle für meine Hypothek, bekomme ich Geld über, dass ich eine Hypothek aufgenommen habe? Ich gehe nicht davon aus, dass es wie kommen würde, denn das volkswirtschaftliche Problem mit dem ist. Aber es könnte ja sein, dass die ja. Zinsen so minus 2% sind und okay. in Umständen würde ich dann sogar Geld spannend. Bekommen, wenn ich einen Kredit oder eine Hypothek oder eine Finanzierung hätte. Ja. Aber anders gesagt, es ist einfach unter Umständen schwieriger, dann ein Objekt zu kaufen, wenn ich eine langfristige Hypothek habe. Okay. Ich kann mich dann lösen oder auslösen von der Hypothek, kann aber wiederum mit Kosten verbunden sein. Zum Teil ja. können das höhere Kosten sein. Gut. Sehr höhere Kosten. Und dann das zu erklären wird auch noch mal viel länger gehen. Jetzt, Anni, also ich weiss, dass die LIBOR-Hypothek man eigentlich abschaffen. Durch was wird das ersetzt? Wird es überhaupt ersetzt? Ich will das genau. Es wird unter Umständen ersetzt, muss ich so sagen. Es ist im Moment in Diskussion, also der LIBOR, was man auf den Nährstoffplan 2020 mit dem Sachon abwechselt, ist aber eigentlich eine ähnliche Funktion. Ja. LIBOR-Hypothek, hat man gesagt, zum Teil ist das ein bisschen manipulierbar, oder es ist ein einzelner Fall, mhm. wo wir gehört haben, vielleicht in den letzten, wie lange ist es her? 1 bis 2 Jahre, das ist ja. ein bisschen zum Teil manipuliert worden, was die Zinssätze anbelangt, da hat man natürlich eingegriffen, sind auch ein paar aufgehängt worden an dem. Ja. Aber man sagt, man hat einfach das nächste Modell unter Umständen die sogenannte Saron. Ich kann sogar ein bisschen günstiger werden, aber ich kann noch nicht detailliert darauf ja. eingehen, weil man einfach noch nicht okay. wissen, wie genau die Rahmenbedingungen sind. Der Fakt Saron ist, es wird abgelöst, Saron wird das neue Produkt der LIBOR-Hypothek sein. Ja. Saron heisst, das ist wie ein Swiss Average Rate Overnight. Also das ja. heisst, wie ist der Schweizer Zins über Nacht? Also der wird im Gegensatz zum LIBOR jede Nacht eigentlich angepasst. Nicht jede Nacht ist das wie generell genau. die Zinsen. Ist er auch und das ist dann die Basis. Ja. Ist von dem her sagt man im Moment weniger manipulierbar. Ne? Okay. Aber wie das aussieht, who knows. Also man hat heute sogar, es kommen neue Produkte auf den Markt. Ich weiß nicht, ob das schon gehört hat.
über Blockchain-Hypotheken. Kann auch ein interessantes Modell sein, wenn du das ansprichst, manipulationsfähig. Also das ist eines der Themen. Ist auf dem Markt, gerade vor etwa 2 Wochen in Österreich, haben sie die ersten Blockchain-Hypotheken rausgegeben. Okay. In der Schweiz noch nicht erhältlich, aber da müssen wir jetzt, würde ich sagen, noch ein bisschen abwarten, wie sich das ganze Thema entwickelt. Okay. Sicher ist, der Hypothekarmarkt wird sich verändern. Ja. Der Prozess, wie ich zu einer Hypothek komme, hat sich bereits verändert. Ja. Und ich komme jetzt vielleicht noch einmal auf das Thema. Früher bin ich zu meiner Hausbank gegangen. Wenn ich heute zu meiner Hausbank gehe, habe ich leider, ich kann sagen, meine Damen und Herren, leider komme ich nicht zu den günstigsten Konditionen. Ja. Vielleicht bin ich schon kommt, die wissen, du, der geht ja die höchste Wahrscheinlichkeit sowieso nicht. Da hat man keinen Neukundenakquisitionsbonus, weil er ist ja bereits Kunde. Also ich verstehe die Denkweise nicht, ich verstehe sie überhaupt nicht. Aber ich gehe einfach davon aus, dass der Normalkunde relativ träge ist und das sowieso bei seiner Bank bleibt. Also den haben wir ja. Das ist ja da, wo ich immer sage, hey, ihr seid selber verantwortlich für eure Finanzen, kümmert euch um eure Finanzen, und sich darum kümmern heisst halt nicht einfach blind zu der Hausbank gehen, sondern die Augen offen haben, was kann man machen. Es gibt unabhängige Anbieter wie Hypothekenberatung.ch, richtig? Und darf ich es wiederholen? Hypothekenberatung.ch. Wir arbeiten schon so lange zusammen und das ist auch ein schwieriger Name, Hypothekenberatung.ch. Ja, genau. Habe ich so nichts zu tun mit dem Zeug. Yeah. Ja, Patrick, danke vielmals. Mega spannend war für deinen Einblick, wie es jemand sieht, der schon länger Erfahrung hat, der auch einen Blick auf die Zukunft hat. Ich meine, Blockchain, Hypotheken, Digitalisierung schreitet voran. Wir können uns informieren. Sicher nicht. Wir nehmen es auf. Wenn ihr noch mehr Videos von uns zwei habt, schreibt uns einen Kommentar. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Wünsche ich auch. Herzlichen Dank. Gute Zeit. Bye.